Die neuesten Modetrends präsentiert in einem ganz besonderen Rahmen. Das war die Laufsteg Fashion Show im Kurhaus Göggingen am Samstag. Für die ersten Gäste startete der Abend ab 19 Uhr mit einem Menü von Spitzenkoch Simon Lang. Und um 22 Uhr war es dann soweit. 18 Models präsentierten rund 120 verschiedene Outfits von internationalen Top-Designern. Neben der aktuellen Herbst- und Wintermode gab es als Besonderheit auch schon Auszüge aus der Frühjahrskollektion 2015 zu sehen. Es ist nicht normal, dass bei so einer Show die Pre-Kollektionen von der kommenden Saison gezeigt werden. Wir haben die Möglichkeit, große Ausnahme, wie auch die große Presse, wie auch eine Vogue oder eine InStyle, die Pre-Collections aus 2015 zeigt, haben wir die Möglichkeit, hier auch diese Kollektionen zu zeigen. Und das zeichnet schlussendlich auch die Wertigkeit dieser Show aus. Abgerundet wurde die Show durch Auftritte des Voice of Germany-Teilnehmers Percival. Ein perfekter Abend also für die Macher der Laufsteg Fashion Show. Ich bin unglaublich stolz auf unsere Gästeliste, die wir natürlich haben. Ich habe ja alles gesehen mit Rang und Namen, das macht mich richtig stolz. Unsere Sponsoren waren total happy, das Augenlaserzentrum Nieder-Dellmann oder auch die Kunstmanns aus Dasing. Alles in allem hat super gepasst, wir sind echt begeistert. Den perfekten Rahmen für den Abend bot erneut das Kurhaus mit seinen verschiedenen Bereichen. Es gibt eigentlich keine schönere Location in Augsburg und ich denke auch nicht in Deutschland, die so einen schönen Charakter hat, so einen warmen Charakter hat, trotz der Größe. Und durch die vielen tollen Feedbacks, denke ich, haben wir es wieder richtig rausgesucht und es ist einfach nicht vergleichbar. Nach der Fashion Show folgte dann noch die große Party. Rund 1000 Gäste feierten im Kurhaus bis 5 Uhr morgens. Ein rundum gelungener Abend mit einer Mischung aus Mode und Party. Das war die Laufsteg Fashion Show 2014.